Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute wollen wir über eine neue Blockchain, eine neue Layer 2 Lösung von Ethereum namens Manta Network sprechen und natürlich auch den potenziellen Airdrop, der im Raum steht. Erstmal ganz kurz erklärt, Manta Network baut auf dem Fundament von Ethereum auf, ist eine Layer 2 Blockchain und ist orientiert an beispielsweise Celestia, das eine Modular Blockchain ist, und auf der Sicherheit von Polygon ZKEVM. Celestia könnte einigen Begriff sein, da es in den letzten Wochen durchaus Hot Topic war, da es dort auch einen Airdrop gab und sich der Token sehr, sehr positiv entwickelt hat, wie wir hier sehen. Das war ungefähr am 1. November, glaube ich, wurde der Airdrop announced und dann hat der Token von diesem Zeitpunkt ca. 2,5x gemacht und die Anforderungen für diesen Airdrop waren sehr, sehr gering. Dementsprechend wollen wir uns heute Manta Network anschauen. Wieder mal die Mindestkriterien, was man mindestens machen sollte, um sich automatisch für einen Airdrop zu qualifizieren, sollte es in Zukunft einen geben, wovon ich schwer ausgehe. Und am Ende des Videos gibt es ein, zwei Bonustasks, die einem vermutlich zu einer höheren Airdrop-Summe verhelfen. Kurz als Übersicht, bevor wir reinstarten, Manta Network hat jetzt über die letzten Monate Funds eingesammelt in Höhe von 28,8 Millionen. Es kann gut sein, dass es noch mehr Funding Rounds geben wird, da das Ganze jetzt immer mehr über die Zeit eingesammelt hat. Wie wir hier sehen, die initiale Seed Round war noch bei 1,1. In der zweiten Funding Round haben sie schon 5,5 eingesammelt und in der letzten wurden bereits 25 Millionen eingesammelt. Also ist durchaus wahrscheinlich, dass hier noch eine weitere oder zwei weitere Funding Runden dazukommen. Wo befinden wir uns gerade mit diesem Layer 2 Netzwerk, wenn wir das mal mit den ganzen anderen Optimistic bzw. ZK Rollups vergleichen, dann ist Manta Network bzw. das Netzwerk hier in diesem Fall heißt Manta Pacific bei einem aktuellen Total Value Locked von rund 29 Millionen und wir haben sehr, sehr schönes Wachstum jetzt gesehen über die letzten Wochen, da sehr viele User Funds auf die Chain transferiert wurden. Das Mainnet ist ungefähr im September diesen Jahres live gegangen, also befinden uns jetzt aktuell 8 bis 12 Wochen im Projekt. Wie kommen wir auf die Blockchain? Und zwar über die offizielle Bridge vom Manta Network. Wie immer in allen Airdrop Guides empfehle ich einmal zum Anfang die offizielle Bridge zu verwenden und den teuren Weg zu gehen vom Ethereum Mainnet auf das Layer 2 Netzwerk, da das durchaus ein Kriterium sein könnte. Was wir dann machen, wir können das Ganze ganz normal mit unserer MetaMask bzw. Rabby Wallet oder was auch immer ihr nutzt, benutzen und wir fügen dann das Netzwerk hier einmal manuell hinzu. Ihr geht auf chainlist.org, findet natürlich wie immer alle Links unten in der Videobeschreibung, verbindet einmal eure Wallet, sucht dann hier oben nach Manta, geht auf Add to MetaMask und dann seid ihr auch schon ready to go. An Kosten, um das am Anfang auch gleich zu erwähnen, würde ich mal so 20, 25 Dollar einplanen. Natürlich, wenn man höheren Airdrop haben möchte und dort Liquidität zur Verfügung stellt, beziehungsweise Lending und Borrowing betreibt, dann sollte man natürlich mit einer höheren Summe reingehen. Aber ich denke, der Mindestbetrag von ungefähr 20 bis 25 US-Dollar sollten einen auf jeden Fall für den Airdrop qualifizieren. Dementsprechend habe ich jetzt auch hier die Projekte rausgesucht. Mit den Transaktionsgebühren auf dem Netzwerk bewegen wir uns unter einem Cent, beziehungsweise teilweise bei 1 bis 2 Cent, also sehr, sehr gering. Wer jetzt die offizielle Bridge nicht benutzen möchte, weil es einem einfach zu teuer ist, von Ethereum auf Manta zu bridgen, kann beispielsweise die Alternative Orbiter.finance verwenden, hier dann einfach vom dementsprechenden Netzwerk, also Arbitrum Linea, hier sind eigentlich alle gängigen Netzwerke hinterlegt, auf Manta bridgen, diesen bestimmten Betrag in Ethereum, da Ethereum der Gas-Token auf Manta ist. Zweite Alternative, die man verwenden kann, ist Reno.finance, hier auch einfach die entsprechenden Netzwerke auswählen, Ethereum rüber bridgen und dann sind wir ready to go. Die erste Swap-Page, die ich rausgesucht habe, ist Apache Swap, da wir das nachher gleich in Verbindung mit dem NFT auch noch verwenden können, dass wir dafür dann kostenlos minten. Auf all diesen Swap-Pages gilt immer, Wallet verbinden, schaut, dass ihr auf dem Manta-Network-Site, auf der jeweiligen Seite und dann anschließend geht ihr einfach immer auf die jeweilige Swap-Page und swappt eure Ethereum in Stablecoin, swappt das Ganze wieder zurück. Das funktioniert wie gesagt hier auf Aperture, das funktioniert genauso beispielsweise auf Izumi Finance oder die dritte Plattform, die ich noch rausgesucht habe, die jetzt auf dem Netzwerk verfügbar ist, ist Quickswap, das vielen vom Polygon ein Begriff sein sollte. Also natürlich ist es wichtig, sich hier immer die vertrauenswürdigsten bzw. die etabliertesten Projekte rauszusuchen. Was man natürlich zusätzlich auf jeder dieser Plattformen machen kann, ist Liquidität zur Verfügung stellen. Ich zeige es jetzt anhand dieses Beispiels hier von Aperture. Man geht einfach auf Liquidity Management und kreiert eine neue Position. Wie ihr jetzt hier seht, ich habe einfach meine Spaßposition kreiert mit gerappten Ethereum und USDT im Pool hinterlegt, einfach, dass ich diese Transaktion hier gesammelt habe. Was ich dann noch empfehlen würde, abseits von den ganzen DEXs hier auf Layer Bank Liquidität zu hinterlegen, also einfach mal ein bisschen Kapital zu verleihen, wenn
wir jetzt hier mal ganz runter scrollen, dann seht ihr, ich habe 56 US-Dollar in Ethereum zur Verfügung gestellt, habe das Ganze als Kollateral hinterlegt, dafür einfach auf Ethereum gehen, Supply zur Verfügung stellen, also beispielsweise 0,005 Ethereum, ihr geht dann unten auf Supply, wenn das Ganze erledigt ist, könnt ihr dann dagegen wieder einen Bestand an beispielsweise USDC ausleihen, also ihr geht dann einfach auf USDC, klickt auf Borrow, ich könnte jetzt hier beispielsweise 10 USDC ausleihen, würde jetzt auf Borrow gehen. Und um euch hier in dem gleichen Schritt mal einfach die Transaktionsfees zu zeigen, dass ihr seht, dass diese minimal sind. Und zwar bewegen wir uns hier in einem Rahmen von 5 Nullen und 2,4 Ethereum, also wirklich gar nichts im Grunde. Sobald wir dann auch Layerbank abgeschlossen haben, ihr könntet natürlich eure Liquidität dann auch direkt wieder abziehen, einfach nur die Transaktionen hier sammeln. Dann gehen wir über in die NFT-Kategorie. Die erste Seite, die wir hier verwenden wollen, ist Pomp. Pomp funktioniert in Verbindung mit Aperture. Die haben hier beispielsweise gerade die Aktion. Und wenn man auf Aperture bereits nur einen Swap gemacht hat, kann man dieses kostenlose NFT hier minten. Also auch einfach wieder Wallet verbinden. Dann checkt ihr, ob ihr euch qualifiziert habt. Also ihr klickt einfach auf den Button, mintet dann das NFT. Müsst dann eine kleine Mint-Fee bezahlen und habt diesen Task auch abgeschlossen. Zweiter NFT-Marktplatz, auf dem wir uns bewegen wollen, ist Element.Market. Hier einfach beliebige NFTs anklicken und eine Offer dafür erstellen, also einfach auf Make Offer gehen und dann auf Confirmen hier und dann gebt ihr einfach eine ganz kleine Summe ein, sodass diese automatisch nicht akzeptiert wird. Also in der Regel Mindestpreis ist hier 0,0006, das sind 8 bzw. 12 Cent. Ihr müsst hier immer eure Ethereum in Wrapped Ethereum konvertieren. Hier einfach ein paar dieser Aktionen machen, um Volumen hinsichtlich der Transaktionen zu sammeln. Wer dann noch mehr machen möchte, kann sich diesen Twitter-Thread anschauen. Ich werde den auch unter dem Video verlinken. Hier kann man beispielsweise nochmal 10 individuelle Smart Contracts bearbeiten innerhalb von 3 Minuten und einem Dollar kosten, die einem nochmal mehr Transaktionen bzw. Interaktionen mit verschiedenen Smart Contracts geben. Dann kommen wir auch schon zur Bonuskategorie und zwar beziehe ich mich hiermit wieder auf D-Mail. Wer meine anderen Airdrop Guides verfolgt, dass ich die Plattform sehr, sehr gerne mag, da man hier sehr einfach Airdrops farmen kann, da diese Plattform auf sämtlichen Netzwerken verfügbar ist. Es ist grundsätzlich ein dezentraler E-Mail-Service. Was wir hier machen wollen, ist einmal unsere MetaMask auf der Seite verbinden. Sobald ihr das geklickt habt, sollte eure MetaMask aufgehen. Ihr geht dann auf Sign, dann werdet ihr eingeloggt. Und was wir dann machen, bevor wir die Mail verschicken bzw. die Transaktion ihr erhalten wollen, ihr geht hier oben auf Points und schaut erstmal, dass ihr eines dieser NFTs bekommt, dass eure Punkte diesem NFT gut geschrieben werden. Wenn ihr noch keins habt, dann könnt ihr euch hier oben ein NFT erstellen. Einfach nur die minimalen Gebühren dafür zahlen und dann importiert ihr alle eure Punkte in dieses NFT, da euch das nochmal zusätzliche Boni gibt und zusätzlich für den zukünftigen Airdrop von D-Mail, der auch bereits bestätigt wurde, qualifiziert. Wenn ihr das dann erledigt habt, geht ihr weiter zu Compose und schreibt eine E-Mail einfach an eurem privaten E-Mail-Account am besten. Hier ist beispielsweise meine YouTube-Mail hinterlegt. Ihr müsst hier nicht mal richtig was reinschreiben. Ihr schreibt einfach Hallo und Airdrop, geht dann hier unten auf Senden. Dann sollte eure MetaMask aufgehen. Bestätigt wieder einmal die Transaktion und habt dann somit auch wieder mit einer weiteren Plattform interagiert, die euch hier mit einer sehr, sehr geringen Gebühr, also das kostet fast gar nichts, wir sind hier im minimalen Cent-Bereich. Das soll es im Grunde auch schon zu D-Mail gewesen sein. Die letzte Plattform, die ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist Galaxy. Was wir hier machen, ist auch einmal unsere Wallet verbinden. Das ist im Grunde eine Quest-Plattform, in der man zusätzliche Transaktionen bzw. NFTs sammeln kann, die einem zu einer potenziell höheren Airdrop-Summe verhelfen. Also ihr geht hier oben auf Explore, geht auf All, gebt dann hier oben Mentor ein und sucht euch, beziehungsweise am besten geht ihr hier nach den Filtern, scrollt ganz runter und geht dann auf Status und nehmt euch nur die aktiven Quests hier raus und dann könnt ihr schauen, ob für Mentor noch welche verfügbar sind, bearbeitet die dann dementsprechend beispielsweise hier diese sogenannte Whitelist Activity. Dazu muss man einfach nur Mentor Network auf Twitter folgen, Space ID folgen und den Tweet einmal retweeten und kann dann hier unten das NFT und die Punkte claimen. Hier ist wichtig zu erwähnen, richtet am besten erst euren Account ein, verbindet Twitter als auch Discord und dann müsst ihr nur noch auf die Aufgaben draufklicken. Ihr werdet direkt weitergeleitet, könnt das Ganze autorisieren und fertig ist der Spaß. Das soll es dann auch zu diesem Airdrop-Guide zu Mentor Network gewesen sein. Hier gilt natürlich auch wieder, das Ganze über längere Zeit zu machen. Also für die meisten Airdrops qualifiziert man sich dadurch, dass man das Ganze kontinuierlich macht, viele Transaktionen sammelt. Natürlich spielt das Volumen auch immer eine Rolle und natürlich die einzelnen Smart Contracts, mit denen ihr interagiert. Also einfach eine wöchentliche oder monatliche Routine einrichten, bei dem man sich auf ein Netzwerk konzentriert, dann hier einfach ein paar Transaktionen abarbeitet, um dann im Long Run, weil wie gesagt, das Netzwerk ist erst seit 3 bis 4 Monaten live,
von einem potenziellen Airdrop zu profitieren. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt zum Mentor Network, wenn ich vielleicht ein Update oder sonstiges hochlade, dann lasst gerne ein Abo da. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.